So while you stand there snickering, beware of the wrath you're triggering. But that snigger turns into a smile, and you. Willkommen bei Jugend musiziert. Hier ist eure Jury über Ecuador und viele, viele Umwege zur DSH. Carlos Juris, Klavierspielen aus einer anderen Welt. Über die DSH zu jeglichen Bundeswettbewerben und zurück. Vivian Neff, die Klarinettenzauberin. Über Moskau, Doha und die DSH. André Reichel, der Sänger, dem die Teilnehmer vertrauen. Über Berlin und Helsinki nach Teneriffa. Ihre Gastgeber Lumi, Peppe und Robert Bär. Jugend musiziert. Wir sind nach 5 Tagen Wertungen, über 100 Wertungen gab es jetzt beim feierlichen Festkonzert und es geht auch sofort los. Wir begrüßen jetzt als erstes eine Teilnehmerin, die den weitesten Weg hatte, nämlich sie kommt von der deutschen Schule Doha. Und sie hat teilgenommen in der Wertung Musical und wir hören von ihr sofort das Lied Good Morning. Viel Erfolg und großen Applaus für Emma. But when we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, do want to say goodbye. So good morning, good morning. Rainbows will soon smother, good morning, good morning to you. Now I'm fine in Helsinki, a city where it doesn't really matter whether you wear sunglasses or not, because it just always is dark in the winter months. Now, you have to know, my mum picked out some places to travel to, especially for this trip, and printed them for me. Now, let's see what we have got here. No, 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 no,
No, no, no. Oh, gosh. I am so sorry about this. This usually never happens. Oh, thank you. Sorry. Okay, so, anyways, as I told you, my mum printed out some places. And let's see what we've got here. Helsinki is not only the capital of Finland, with over 600,000 inhabitants, it is also the largest city in the country. It brings unique experience to those aiming to travel off the World George Road, enjoy a desert safari, ride a camel, visit a creek for kite surfing, or play golf in Education City. Yes? That sounds actually a lot like Qatar instead of Finland, what you're reading right now. Oh, gosh. Wait, what? Oh, you're absolutely right. Oh, my God, how embarrassing. Well, anyways, I forgot to introduce you to my new friend, Anton. He told me several stories of your Kalevala during the flight. Interesting fairy tales you have around impressive fairy tale characters, like Venemoin, the evil ruler of the north, taunts with its long white beard, and, of course, Kedia. I mean, everybody knows him. He's the Finnish Hulk from the European Song Contest. So we're talking about fairy tales, but why don't we want to listen to one? Anton? Mm-hmm. Are you in the mood for another fairy tale? Actually, I don't think we don't have any time for fairy tales because our next performer is coming to the stage. Oh, yes, of course. I wish the next performer loads of luck and thank you. Danke nochmal an Emma und es ist so toll dieses Jahr. Wir haben ja immer einen Dreijahreszyklus bei Gesang, Pop und dieses Jahr haben wir Musical und es war wirklich ganz toll, sie auf der Bühne zu sehen. Und als nächstes. Als nächstes hören wir Anne Schau. Sie hat bei Kindermusiziert teilgenommen in der Kategorie Violoncello, Altersgruppe 1. Und wir hören von ihr von Jean-Baptiste Préval, Sonata in C Major, C-Dur, Opus 40. Viel Spaß und einen großen Applaus an Anni. Thank you.
ich bedanke mich auch noch ganz herzlich an Annie. Und wir durften dieses Jahr sehr, sehr viele ganz tolle Cellisten hören. Das hatten wir letztes Jahr, ich glaube, nicht ganz so viele. Und es ist so ein wunderschönes Instrument. Und auch die ganz Kleinsten und auch die Ältesten haben für uns Cello gespielt. Und als nächstes sehen wir auf der Bühne Samuli Kauppinen von Jugend musiziert, Altersgruppe 4 auf der E-Gitarre. Also jetzt geht's Richtung Pop. Und von ihm hören wir tatsächlich eine Eigenkomposition. Samuli war auch letztes Jahr mit uns zusammen in Oslo. Da war letztes Jahr die Leiterweitung von Regionalwettbewerb dann zum Landeswettbewerb. Und dieses Jahr kommt er dann hoffentlich, wenn alles gut klappt, mit uns mit nach Warschau, denn da ist dieses Jahr die Leiterweitung. Und dann wünschen wir ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Wir bedanken uns bei Samuli, weil das braucht nämlich auch richtig viel musikalisches Wissen, um einfach mal eine komplett eigene Komposition von Null aus zu machen. Das ist nicht einfach. Ja, das stimmt. Wir machen jetzt weiter mit Klassik. Wir hören als nächstes Doris Golettenmeier. Sie hat bei Kindermusiziert teilgenommen in der Kategorie Klavier. Und sie spielt uns Ikiliikkuja vor von Ritva Lehtela, Anja Saari und Eva Sarmanto-Neuvonen. Und danach werden wir dann ein kurzes Backstage-Video sehen, wo wir erzählen, wie alles hier bei Jugend musiziert abläuft. Viel Spaß!
Wie in jedem Jahr haben wir auch die Schülerjury. Wir haben hier den Sebastian als Vorsitzender der Jury. Sebastian, du warst letztes Jahr auch schon in der Schülerjury gewesen. Und wir haben daneben Lumia, auch ehemalige Teilnehmerin, mehrfach teilgenommen mit Querflöte, wenn ich mich recht erinnere, in vielen Jahren. Und wir haben zwei neue Mitglieder in der Schülerjury, nämlich die Kaliga. Und wen haben wir daneben sitzen? Die ja, die Schülerjury vergibt auch die Special Preise, die dann am Ende zu den Abschlusskonzerten überreicht werden. Sebastian, was hast du für einen Eindruck? Wie ging das dieses Jahr hier? Ja, ich finde, dieses Jahr war auch wieder ganz toll und es gab wieder Schüler, die letztes Jahr auch teilgenommen haben, die sich auch teilweise verbessert haben. Also man sieht, dass sie hart gearbeitet haben über dieses letzte Jahr. Das ist gut zu hören. Daneben haben wir jetzt die Jury sitzen und wir haben als Erstes unseren Gast aus Doha, nämlich den André. André, wann war dein erster Auftritt als Teilnehmer, wenn ich mich recht erinnere? Das war, glaube ich, das zweite Jahr, nachdem du den Wettbewerb hier nach Helsinki geholt hast. Ich glaube, dann muss das 1998 gewesen sein. Da war der André hier zum ersten Mal Teilnehmer bei uns an der Schule. Das war der zweite Wettbewerb. Daneben haben wir den Carlos Juris, auch schon ein Urgestein, der schon viele Jahre bei uns mitgemacht hat. Ich glaube, das ist auch schon dein 27. Wettbewerb, oder? Ich komme nicht mehr dahinter. Also ja, bestimmt. Carlos ist Pianist und arbeitet ansonsten an der Sibelius-Akademie. Und ich glaube, jedes Jahr warst du bei uns gewesen. Das ist schon preisverdächtig. Eine kleine Pause gab es. Ja. So, und vorhin wurde schon gesprochen von der Klarinettenkünstlerin. Vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor. Ich bin Vivian Neff. Ich habe hier auch früher studiert an der Schule. Und auch bei Jugendmusiziert mitgemacht. Kannst du das so überschlagen, wie oft du mitgemacht hast? Bestimmt 10-mal oder so. Ja, wir haben jetzt die kurze Pause. Es geht gleich weiter mit dem nächsten Set, mit der Vorbereitung. Und wie immer hatte ich versprochen, dass wir jetzt auch Behind the Scenes ein bisschen zeigen. Und natürlich ist neben mir der Tim, der für die gesamte technische Ausstattung verantwortlich ist. Nach dem Wettbewerb ist immer vor dem Wettbewerb oder umgekehrt vor dem Wettbewerb, nach dem Wettbewerb. Tim, du hast vor einem Jahr schon angefangen mit der Planung, dass das in diesem Jahr was ganz Besonderes wird. Wir haben neue Kategorien dazu bekommen. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen. Was ist jetzt das Besondere dieses Jahr bei unserer Bühne? Wir haben einen Laufsteg vorne drauf und natürlich haben wir auch einen schönen roten Teppich drauf rübergelegt, damit es auch besonders ist. Und wir haben wieder unsere besonderen Kameras, die an schönen Plätzen platziert sind, aber das können wir gleich anschauen, wenn wir da auf die Bühne laufen. Mary ist ehemalige Teilnehmerin von uns und macht in diesem Jahr das Stage Management. Hier ist schon die nächste Teilnehmerin, nämlich die Emma. Emma ist von der Deutschen Schule Doha. Emma, wir wünschen dir viel Erfolg gleich bei deinem Auftritt. Mary, wie ist das jetzt? Vorher warst du immer auf der Bühne, jetzt hinter der Bühne. Genau, jetzt bin ich hier Backstage und empfange die ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen und genau, schicke sie auf die Bühne und schaue, dass da alles für sie bereit ist. Tim, du gehst vorne weg. Richtig, also hier laufen unsere Teilnehmer hoch, dann zeigen sie sich zum ersten Mal auf der Bühne. Links haben wir das Schlagzeug mit unserer schönen Spezialkamera hier über einen von den Floor-Toms, unter dem Ride-Symbol schön, schöner Blick über die Trommel. Ja, Tim, wenn wir das überschlagen, jetzt sind wir hier bei diesen vielen Scheinwerfern. Was ist so ungefähr die Anzahl aller Scheinwerfer, wenn wir das überschlagen? Ah, das sind ziemlich viele. Ich würde schon so 30, 40, 50 sagen. Da haben wir die Krankamera, die hatten wir auch vorher schon mal zu sehen. Und da oben gibt es eine, die auf den Flügel gerichtet ist. Und dann gibt es noch hinten zwei Kameras, die dann unsere weiten Blicke zeigen. Wir haben dieses Jahr auch eine Kamera, die auf Schienen läuft. Die Schienen sind ungefähr 7 Meter lang. Und wenn wir jetzt einmal zeigen, die Kamera, wie sie schön sich hier bewegen lässt, damit können wir unsere super schönen bewegenden Shots machen.
So, jetzt sind wir ganz hinten angekommen, nämlich auf der anderen Seite des Saals, da wo die große Technik steht. Und keine Ahnung habt, sage ich gleich, dass der Tim das bitte uns vorstellt. Wir sind hier bei Max angekommen. Ja, Max mischt unseren Ton, wieder wie letztes Jahr, sowohl im Stream als auch hier im Saal. Hier hat er sein großes Mischpult und mischt halt entweder mit iPads oder mit dem Mischpult selber. Wenn wir weiterkommen, und jetzt kommen wir zu deinem Platz. Genau, ne? Hier bin ich die ganze Zeit. Hier habe ich also meine Lichteranlage. Ich allerdings steuere auch die Fernseher, die hier im Saal hängen. Und ja, hier ist noch eine schöne Rauchmaschine. Aber wenn wir weiterlaufen, kommen wir noch zum Samu. Der Samu ist völlig neu und spricht auch kein Deutsch leider. Aber trotzdem kommt er klar hier. Und das, bei Samu kommen alle diese Sachen zusammen und er schneidet das dann, ist das richtig? Genau, er hat alle unsere schönen, ich glaube, 9 Kameras dieses Jahr. Und die macht er uns richtig so, dass wir die halt im Stream dann schön anschauen können. Und dann können wir nämlich wechseln. Die 10. Klasse ist in diesem Jahr im Einsatz. Hier als Org-Team. Wir sehen hier 3 Schülerinnen aus der 10a, die hier im Einsatz sind. Und da, dahinter haben wir auch noch sitzen die beiden Fotografen, die in diesem Jahr alle Fotos machen von unseren Teilnehmern, die dann auch im Internet veröffentlicht werden. Petra war auch Teilnehmerin, du warst auch Teilnehmer bei uns gewesen. Und jetzt Wettbewerbsassistenz. Das ist natürlich eine große Karriere und wichtige Aufgaben. Könnt ihr so ganz kurz formulieren, was ihr so für Sachen hier übernommen habt? Ja, wir sind dieses Jahr wieder beim Organisationsteam dabei und moderieren alle Wertungstage und auch das Festkonzert und planen auch diese. Und Petra hat auch dieses Jahr beim Fotografieren mitgeholfen, die wir dann auf die Webseite stellen, die wir dann auch immer auf den neuesten Stand halten. Und jetzt müsst ihr die Abschlusskonzerte vorbereiten, ist richtig, ne? Also jetzt kommt eigentlich noch das Große, die Urkunden vorbereiten, Punkte zusammenrechnen. Und jetzt müssen wir auf die Uhr schauen. Es geht sofort weiter mit der nächsten Wertung. Ich bedanke mich. Tschüss. Und wir machen jetzt auch gleich weiter. Als nächstes sehen wir Rebecca Klader auf der Bühne. Sie ist Altersgruppe 1, also Kinder musiziert und sie spielt die Geige und von ihr hören wir August Nölk, ungarischer Tanz in A-Dur. Und wir wünschen ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg.
So, vielen Dank an Rebecca. Wir hören jetzt als nächstes Anja Lukacik. Sie hat bei Jugendmusiziert mit teilgenommen und sie wird uns auf den Akkordeon das Stück Ahma von Maria Kalaniemi vorspielen. Und Anja war oder ist dieses Jahr selber auch beim Organisationsteam mit dabei. Also musste sie hier mithelfen beim Organisieren und auch noch selber für ihr Vorspiel trainieren, was sehr schön ist, dass sie beides mitmachen kann. Auf jeden Fall. Und das, sie ist auch nicht die Einzige. Wir haben mehrere Teilnehmer, die teilweise zwei Auftritte und dann noch unheimlich viel hinter der Bühne machen. Das ist wirklich eine ganz große Arbeit und da sind wir auch sehr dankbar dafür. Ja, und jetzt einen großen Applaus an Anja. Ich finde das auch unheimlich toll, nämlich diese Bewertung und diese Teilnahme war nicht Klassik, sondern Pop. Also wir haben auch hier ein bisschen neuere Akkordeonmusik gehört, dass man, also ich höre das sehr wenig und ich fand das total toll, so etwas progressivere Musik zu hören. Und als nächstes sehen wir auf der Bühne die Schülerjury und sie verteilen die Preise. Dankeschön.
Hallo, wir sind die Schülerjury und unsere Aufgabe war es, dieses Jahr neben der normalen Jury auch aufmerksam zuzuhören und einigen Schülern Sonderpreise zu geben. Wir fanden natürlich, dass alle Schüler sehr gut gespielt haben und man hat gesehen, wie viel harte Arbeit und wie viel Fleiß hinter jeder Aufführung steckt. Jedoch fanden wir, dass einige besonders herausgestochen haben und die möchten wir mit Sonderpreisen belohnen. Ja, also der Sonderpreis für das beste Musical bei Jugend musiziert im Jahr 2024 geht an Emma Klausner. Das beste Cello bei Kinder musiziert wollen wir an Anni Chow geben. Und der Preis für die beste Violine bei Kinder musiziert geht an Rebecca Klader. Und dann zuletzt noch der Preis für die beste Eigenkomposition, die geht an David Röcke. Und wir hören... Und die Aufführung von David Röcke werden wir jetzt dann hören. Schülerjury, und wie Sie schon gesagt haben, wir machen nämlich jetzt weiter mit David Röcke. Er ist Altersgruppe 6, tritt mit Pop-Solo am Schlagzeug auf und wir hören... eine Eigenkomposition. Dankeschön.
28. Regionalwettbewerb in Helsinki wird Ihnen präsentiert von Showstation. Musikschiedsrichter heute spielen. Okay, Antex. Warte.
computations in my head. Tell me when and how to care. You think it's love, but it's a system. Just listen. One plus one is always three. It cannot work without the me. Soon as it's fixed, I'll go on home. One plus one alone. It's a life on the lines. It's a life in the service. The service of others. It's a life on the lines. It's a life in the service. The service of others. Like you, my dear. You, my so I'm here again, like an honest man, working hard all day, bringing home my pay. But you spent your share on your friends and hair. You thought I wouldn't care, since I'm never there. But it feels like you're making me go. Just a kind way of saying no. With our lonely eyes,
It's just the kind way of saying no. Just a kind way of saying go. Willkommen bei Jugend musiziert. Hier ist eure Jury über Ecuador und viele, viele Umwege zur DSH. Carlos Juris, Klavierspielen aus einer anderen Welt. Über die DSH zu jeglichen Bundeswettbewerben und zurück. Vivian Neff, die Klarinettenzauberin. Über Moskau, Doha und die DSH. André Reichel, der Sänger, dem die Teilnehmer vertrauen. Über Berlin und Helsinki nach Teneriffa. Ihre Gastgeber Lumi, Peppe und Robert Bär.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Abschlusskonzert von Jugend musiziert. Wir sind beim 28. Wettbewerb mit über 100 Teilnehmern und wir begrüßen jetzt gleich die Preisträger, die sich jetzt hier im zweiten Konzert präsentieren. Und ich darf schon ansagen, unseren ersten Preisträger, nämlich am Akkordeon Patrick Ziesler, und wir hören das Stück Conte Partiro. Viel Erfolg und viel Spaß beim Zuhören. Dankeschön. Dankeschön, Patrick. Wir haben auch dieses Jahr ganz viele KIMU-Beiträge gehört, Kinder musiziert nämlich. Und ich finde es unheimlich wichtig und schön, dass so junge Kinder auch schon musizieren. Und wir drücken die Daumen und hoffen, dass sie auch mit dem Musizieren weitermachen, um dann irgendwann auch an JUMU teilzunehmen, weil das ist schon super toll, die ganzen Erlebnisse mit dem Reisen, mit dem Zusammenspielen. Aber bevor wir reisen können, müssen wir erstmal spielen. Als nächstes hören wir Olia Gonzari, Altersgruppe 4 am Horn. Und wir hören von Schumann, Adagio und Allegro in A-Dur, Opus 70. Wir wünschen ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß.
Thank you.
vielen Dank an Olli. Olli macht auch schon seit mehreren Jahren bei Jugend musiziert mit. Noch vor ein paar Jahren war er bei Kinder musiziert und jetzt ist er schon bei Jugend musiziert dabei. Wir hoffen natürlich, dass er auch in den kommenden Jahren noch weiterspielt. Wir begrüßen jetzt unseren dritten Preisträger, Wilhelm Norros. Er hat an Kindermusiziert teilgenommen in der Kategorie Klavier. Und wir hören Arabesque von Johann Friedrich Bergmüller. Viel Erfolg. Wir bedanken uns bei Wilhelm und steigen jetzt von Klassik um zu Pop, nämlich wir hören Emilia Ilander, Altersgruppe 4, Pop Solo und sie ist in der Kategorie Musical und wir hören aus dem Film Dornröschen Once Upon a Dream und wir wünschen ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Oh, es gibt so viele Dinge, die ich mag und die ich gerne tun würde. Ich kann aber nichts tun, solange ich hier als Gefangene bin. Zumindest bist du hier, als mein Freund und Unterstützer. Allerdings wünschte ich, ich könnte jemanden finden, mit dem ich tanzen und singen kann. Mit dem jemanden, den ich bereits aus meinen Träumen kenne. Thank you.
Dankeschön, Emilia. Bei den Musicals steckt auch unheimlich viel Arbeit dahinter, weil es reicht nicht nur, dass man singt. Man muss auch tanzen können und schauspielern können. Und viele machen ihre Musicals auch von ganz Anfang alleine. Also da muss man die Story sich erstmal ausdenken. Und welche Lieder würden dazu passen? Möchte man lieber neuere Poplieder aus neueren Musicals oder etwas Altes, Nostalgisches? Und wir machen jetzt weiter mit der Kategorie E-Gitarre und E-Bass. Wir hören nämlich wieder einen Kimu-Beitrag, Benedikt Bauernfeind an der E-Gitarre und Franz Feller am E-Bass. Die sind beide Altersgruppe 2 und wir hören It's a Long Way to the Top von Young Scott.
So, da hat man nun viel gesehen, was alles hinter diesem Musikwettbewerb hintersteckt. Wir machen nun weiter mit Linus van Treek. Er spielt uns Gitarre und wir hören von Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra. Wir wünschen viel Spaß und viel Erfolg.
ein ganz großes Dankeschön an Linus. Und unser Team hat hier auch wirklich echt viel zu schuften. Zwischen den einzelnen Stücken muss das ganze Bühnenbild immer wieder anders aufgebaut werden. Es sind immer verschiedene Mikrofone, vor allem wenn es von Pop auf Klassik geht. Aber ich glaube, so langsam sind sie auch schon wieder fertig. Die sind nämlich so schnell. Und wir machen weiter mit Alvar Ekdal auf der Violine und Eliel Ekdal am Klavier. Sie sind Altersgruppe 2. Und wir hören von Schostakowitsch die aufgezogene Puppe. Wir wünschen ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Vielen Dank an die beiden. Wir begrüßen jetzt auf der Bühne die Schülerjury und sie verleihen ihre Preise. Hallo, wir sind die Schülerjury und wir haben in den vergangenen Tagen, genau wie die Jury, aufmerksam zugehört und wir vergeben nun die Sonderpreise an einige Schüler. Es haben natürlich alle sehr wunderbar gespielt und man hat gesehen, dass sie alle ganz hart gearbeitet haben für Jumo und Kimu. Aber einige haben herausgestochen und denen möchten wir jetzt Preise verleihen. So, der erste Preis für den besten Auftritt beim Klavier bei Kinder musiziert geht an Wilhelm Noros. So, wir haben jetzt auch noch weitere Preise von Teilnehmern, die leider heute nicht auftreten können, aber wir lesen jetzt trotzdem die Preise und den Namen vor. Also der Preis für das beste Streichinstrument geht an Olaf Hameln. Der Preis für die vielfältigste Teilnehmerin, welche in drei Kategorien teilgenommen hat, geht an Melmi Wiedgren. Nun geht es weiter mit dem letzten Preisträger. Wir begrüßen Leo Kiviniemi. Er spielt uns die Trompete und wir hören Weinrakkaus von Pekka Marjanen. Viel Spaß und viel Erfolg. Thank you.
Der 28. Regionalwettbewerb in Helsinki wird Ihnen präsentiert von Showstation. Musikschiedsrichter heute spielen. Okay, Antex. Alter. Darling, have you seen me lately? Red.
for tomorrow with a light in my eyes. 'Cause I want us, it's just a moment of truth with you and me. Facts we're all doomed. So while you stand there snickering, beware of the wrath you're triggering. But that snigger turns into a smile, and you won't step aside. All of my black days suddenly burst into light for my eyes. It's like a children's book where everything is neat and alright. I had a fairy tale as much as anyone might, but it's time for me to die. The hell am I to do with you, girl? Where's the catch in changing my
locked up in my home. Staring down my endless phone. Trying to track that secret code. Trying to squeeze into that mold. We're searching for life. On a mobile device, so low and behold, it's a conversation. Can't win, women's the algorithm. Oh, low and behold, it's a conversation. You can't win, women's the algorithm. All night, wide awake in bed. Letting the world into my head. Trying so hard to let me slide. Knowing full well bei Jugend musiziert. Hier ist eure Jury. Über Ecuador und viele, viele Umwege zur DSH. Carlos Juris, Klavierspielen aus einer anderen Welt. Über die DSH zu jeglichen Bundeswettbewerben und zurück. Vivian Neff, die Klarinettenzauberin. Über Moskau, Doha und die DSH. André Reichel, der Sänger, dem die Teilnehmer vertrauen. Über Berlin und Helsinki nach Teneriffa. Ihre Gastgeber Lumi, Beppe und Robert Bär. Ja, hallo und herzlich willkommen beim 28. Wettbewerb nach 5 Wettbewerbstagen. Jetzt hier im 3. Preisträgerkonzert und ich darf auch gleich unsere erste Vorspielerin ansagen, nämlich es ist Astrid Vitala mit Gesang und wir hören von ihr Elastic Heart. Wir wünschen viel Erfolg und viel Vergnügen auch fürs Publikum. Dankeschön.
find another woman to dust. Oh, why can I not conquer love? And I might have thought that we were one. Wanted to fight this war with our way past. And I wanted it back. But there were so many red flags. Now we're not the woman to dust. Yeah, let's be clear, I'll trust no one. You did not break me. I'm still fighting for peace. I've got thick skin and an elastic heart. But your body might be too sharp. I'm like a rubber band till you pull too hard. I may snap and I will fast. You won't see me fall apart. Cause I've got an elastic heart. I've got an elastic heart. Yeah, I've got an elastic heart. And I will stay up through the night. Yeah, let's be clean, won't close my eyes. And I know that I can survive. I'll walk through fire, save my life. And I want my life so bad. I'm doing everything I can. Now I'm not the woman to dust. It's hard to lose a chosen one. You did not break me. I'm still fighting for peace. I've got thick skin and an elastic heart. But your body might be too sharp. I'm like a rubber band till you pull too hard. I may snap and I move fast. You won't see me fall apart. Cause I've got an elastic heart. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa. But it might be too sharp. I'm like a rubber band until you pull too hard. I may snap and I will fast. You won't see me fall apart. Cause I've got an elastic heart. I've got thick skin and an elastic heart. But it might be too sharp. I'm like a rubber band until you pull too hard. I may snap and I will fast. You won't see me fall apart. Cause I've got an elastic heart. I've got an elastic heart. Ich bedanke mich bei Astrid, was für eine Engelstimme. Und als nächstes hören wir Attila Kopecki, Altersgruppe 4 auf der Violine und Oona Paasonen am Klavier. Sie spielen ein Duo. Und wir hören von Sibelius Rondino für Violine und Klavier Opus 81.
Wir wünschen ganz viel Spaß und auch ganz viel Erfolg. Vielen Dank an Attila und Ona. Wir begrüßen als nächstes die dritten Preisträger. Es ist in der Kategorie Duo. Anna Kantonen am Violoncello und Edwin Lindblom am Klavier, beide Altersgruppe 4. Und sie spielen uns von Schostakowitsch Moderato in A-Moll. Wir wünschen viel Spaß und viel Erfolg. Thank you.
Jahr haben wir auch die Schülerjury. Wir haben hier den Sebastian als Vorsitzender der Jury. Sebastian, du warst letztes Jahr auch schon in der Schülerjury gewesen. Und wir haben daneben Lumia, auch ehemalige Teilnehmerin, mehrfach teilgenommen mit Querflöte, wenn ich mich recht erinnere, in vielen Jahren. Und wir haben zwei neue Mitglieder in der Schülerjury, nämlich die Kaliga. Und wen haben wir daneben sitzen? Die Schülerjury vergibt auch die Special-Preise, die dann am Ende zu den Abschlusskonzerten überreicht werden. Sebastian, was hast du für einen Eindruck? Wie ging das dieses Jahr hier? Ja, ich finde, dieses Jahr war auch wieder ganz toll und es gab wieder Schüler, die letztes Jahr auch teilgenommen haben, die sich auch teilweise verbessert haben. Also man sieht, dass sie hart gearbeitet haben über dieses letzte Jahr. Das ist gut zu hören. Daneben haben wir jetzt die Jury sitzen und wir haben als Ersten unseren Gast aus Doha, nämlich den André. André, wann war dein erster Auftritt als Teilnehmer, wenn ich mich recht erinnere? Das war, glaube ich, das zweite Jahr, nachdem du den Wettbewerb hier nach Helsinki geholt hast, ich glaube. Dann muss das 1998 gewesen sein. Da war der André hier zum ersten Mal Teilnehmer bei uns an der Schule. Das war der zweite Wettbewerb. Daneben haben wir den Carlos Juris, auch schon ein Urgestein, der schon viele Jahre bei uns mitgemacht hat. Ich glaube, das ist auch schon dein 27. Wettbewerb, oder? Ich komme nicht mehr dahinter. Also ja, bestimmt. Carlos ist Pianist und arbeitet ansonsten an der Sibelius-Akademie. Und ich glaube, jedes Jahr warst du bei uns gewesen. Das ist schon preisverdächtig. Kleine Pause gab es. Ja. So, und vorhin wurde schon gesprochen von der Klarinettenkünstlerin. Vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor. Ich bin Vivian Neff. Ich habe hier auch früher studiert an der Schule. Und auch bei Jugendmusiziert mitgemacht. Kannst du das so überschlagen, wie oft du mitgemacht hast? Bestimmt 10-mal oder so. Ja, wir haben jetzt die kurze Pause. Es geht gleich weiter mit dem nächsten Set, mit der Vorbereitung. Und wie immer hatte ich versprochen, dass wir jetzt auch Behind the Scenes ein bisschen zeigen. Und natürlich ist neben mir der Tim, der für die gesamte technische Ausstattung verantwortlich ist. Nach dem Wettbewerb ist immer vor dem Wettbewerb oder umgekehrt vor dem Wettbewerb, nach dem Wettbewerb. Tim, du hast vor einem Jahr schon angefangen mit der Planung, dass das in diesem Jahr was ganz Besonderes wird. Wir haben neue Kategorien dazu bekommen. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen. Was ist jetzt das Besondere dieses Jahr bei unserer Bühne? Wir haben einen Laufsteg vorne drauf und natürlich haben wir auch einen schönen roten Teppich drauf rübergelegt, damit es auch besonders ist. Und wir haben wieder unsere besonderen Kameras, die an schönen Sitzplätzen platziert sind. Aber das können wir gleich anschauen, wenn wir da auf die Bühne laufen. Mary ist ehemalige Teilnehmerin von uns und macht in diesem Jahr das Stage Management. Hier ist schon die nächste Teilnehmerin, nämlich die Emma. Emma ist von der Deutschen Schule Doha. Emma, wir wünschen dir viel Erfolg gleich bei deinem Auftritt. Mary, wie ist das jetzt? Vorher warst du immer auf der Bühne, jetzt hinter der Bühne. Genau, jetzt bin ich hier Backstage und empfange die ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen und genau, schicke sie auf die Bühne und schaue, dass da alles für sie bereit ist. Tim, du gehst vorne weg. Richtig, also hier laufen unsere Teilnehmer hoch, dann zeigen sie sich zum ersten Mal auf der Bühne. Links haben wir das Schlagzeug mit unserer schönen Spezialkamera hier über einen von den Floor Toms. Unter dem Ride-Symbol schön, schöner Blick über die Trommel. Ja, Tim, wenn wir das überschlagen, jetzt sind wir hier bei diesen vielen Scheinwerfern. Was ist so ungefähr die Anzahl aller Scheinwerfer, wenn wir das überschlagen? Ah, das sind ziemlich viele. Ich würde schon so 30, 40, 50 sagen. Da haben wir die Krankamera. Die hatten wir auch vorher schon mal zu sehen. Und da oben gibt es eine, die auf den Flügel gerichtet ist. Und dann gibt es noch hinten zwei Kameras, die dann unsere weiten Blicke zeigen. Wir haben dieses Jahr auch eine Kamera, die auf Schienen läuft. Die Schienen sind ungefähr 7 Meter lang. Und wenn wir jetzt einmal zeigen, die Kamera, wie sie schön sich hier bewegen lässt, damit können wir unsere super schönen bewegenden Shots machen.
So, jetzt sind wir ganz hinten angekommen, nämlich auf der anderen Seite des Saals, da wo die große Technik steht. Und keine Ahnung habt, sage ich gleich, dass der Tim das bitte uns vorstellt. Wir sind hier bei Max angekommen. Ja, Max mischt unseren Ton, wieder wie letztes Jahr, sowohl im Stream als auch hier im Saal. Hier hat er sein großes Mischpult und mischt halt entweder mit iPads oder mit dem Mischpult selber. Wenn wir weiterkommen, und jetzt kommen wir zu deinem Platz. Genau, ne? Hier bin ich die ganze Zeit. Hier habe ich also meine Lichteranlage. Ich allerdings steuere auch die Fernseher, die hier im Saal hängen. Und ja, hier ist noch eine schöne Rauchmaschine. Aber wenn wir weiterlaufen, kommen wir noch zum Samu. Der Samu ist völlig neu und spricht auch kein Deutsch leider. Aber trotzdem kommt er klar hier. Und das, bei Samu kommen alle diese Sachen zusammen und er schneidet das dann, ist das richtig? Genau, er hat alle unsere schönen, ich glaube, 9 Kameras dieses Jahr. Und die macht er uns richtig so, dass wir die halt im Stream dann schön anschauen können. Und dann können wir nämlich wechseln. Die 10. Klasse ist in diesem Jahr im Einsatz. Hier als Org-Team. Wir sehen hier 3 Schülerinnen aus der 10a, die hier im Einsatz sind. Und da, dahinter haben wir auch noch sitzen die beiden Fotografen, die in diesem Jahr alle Fotos machen von unseren Teilnehmern, die dann auch im Internet veröffentlicht werden. Petra war auch Teilnehmerin, du warst auch Teilnehmer bei uns gewesen. Und jetzt Wettbewerbsassistenz. Das ist natürlich große Karriere und wichtige Aufgaben. Könnt ihr so ganz kurz formulieren, was ihr so für Sachen hier übernommen habt? Ja, wir sind dieses Jahr wieder beim Organisationsteam dabei und moderieren alle Wertungstage und auch das Festkonzert und planen auch diese. Und Petra hat auch dieses Jahr beim Fotografieren mitgeholfen, die wir dann auf die Webseite stellen, die wir dann auch immer auf den neuesten Stand halten. Und jetzt müsst ihr die Abschlusskonzerte vorbereiten, ist richtig, ne? Also jetzt kommt eigentlich noch das Große, die Urkunden vorbereiten, Punkte zusammenrechnen. Und jetzt müssen wir auf die Uhr schauen. Es geht sofort weiter mit der nächsten Wertung. Ich bedanke mich. Tschüss. Danke nochmal an die Technik. Und wir machen auch gleich weiter. Als nächstes hören wir Viktor Wilkmann auf der Gitarre Altersgruppe 2. Und wir hören Adrien Politi. Er de hier in E-Moll. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Zuhören und beim Spielen. Dankeschön.
So, vielen Dank an Viktor. Wir begrüßen als nächstes unseren fünften Preisträger. Wir hören Tyra Belsnieder, sie ist in der Kategorie Musical. Und wir hören ein Stück aus ihrem Musical, das heißt aus dem Leben einer Schülerin, Bet on It von High School Musical. Genau, und wir haben beim Gesang immer ein Dreijahreszyklus von verschiedenen Kategorien, die wir haben. Und dieses Jahr ist es Musical. Und was da auch ganz wichtig ist, die Teilnehmer müssen ganz, ganz gut die Ausschreibung durchlesen, um auch die Kategorie richtig zu machen. Das sind nämlich verschiedene Sachen, die man haben muss. Es muss genug lang sein und es müssen so und so viele Stücke sein und also Sachen. Und jetzt noch ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Dankeschön. Noch nicht ganz. Ja, ich weiß, ich hatte gesagt, ich würde schon damit anfangen. Ich weiß auch, dass die letzte Klausur nicht ganz so gut gelaufen ist, wie sie hätte laufen sollen. Ja. Ja, ich fange dieses Mal früher an, versprochen. Ja, okay. Tschüss. Sorry, Anton, das war meine Mama. Everybody's always talking at me. Everybody's trying to get in my head. I wanna listen to my own heart talking. I need to count on myself instead. Did you ever lose yourself to get what you want? Did you ever get on a ride then wanna get off? Did you ever push away the ones you should have held close? Did you ever let go? Did you ever not know? I'm not gonna stop, that's who I am. I'll give it all I've got, that is my plan. Will I find what I lost? You know you can. Bet on it, bet on it, bet on it, bet on it. I wanna make it right, that is the way to turn my life around. Today is the day. Am I the type of guy who means what I say? Bet on it, bet on it, bet on it, bet on it. How will I know if there's a path worth taking? Should I question every move I make? With all I've lost, my heart is breaking. I don't wanna make the same mistakes. Did you ever doubt your dream will ever come true? Did you ever blame the world but never blame you? I will never try to live a lie again. I don't wanna win this game if I can't play it my way. I'm not gonna stop, that's who I am. I'll give it all I've got, that is my plan. Will I find what I lost? You know you can. Bet on it, bet on it, bet on it, bet on it. I wanna make it right, that is the way to turn my life around. Today is the day. Am I the type of guy who means what I say? Bet on it, bet on it, bet on it, bet on it. No good at all to see yourself and not recognize your face. Out on my own, it's such a scary place. The answers are all inside of me. All I gotta do is believe. Not gonna stop till I get my shot. That's who I am, that is my plan. Will I end up on top? You can. Bet on it, bet on it, bet on it, bet on you can. Bet on it, bet on it, bet on me. I wanna make it right, that is the way to turn my life around. Today is the day. Am
I the type of guy who means what I say? Bet on it, bet on it, you can bet on me. So, bevor wir nun das letzte Vorspiel für heute hören, würden wir noch die Schülerjury auf die Bühne bitten, die ihre Preise an ihre Preisträger übergeben. Einen großen Applaus. Ja, hallo, wir sind die Schülerjury und dieses Jahr, wie auch in den letzten Jahren, hatten wir die Aufgabe, neben der Jury zu sitzen und aufmerksam den Zuhörern zuzuhören und dann Sonderpreise zu verleihen. Es war eine sehr harte Entscheidung, die Sonderpreise auszusuchen, weil alle Teilnehmer sehr gut gespielt haben und hat gesehen, wie fleißig und hart sie gearbeitet haben in diesem Jahr wieder. Jedoch haben wir einige gefunden, von denen wir dachten, dass sie besonders herausgestochen haben. Ja, der Preis für den besten Gesang bei Kindern musiziert geht an Astrid Wiederer. So, der Preis für das beste Duo bei Jugendmusiziert geht an Attila Kopecki und Oona Paasonen. Dann haben wir noch eine Preisträgerin. Sie konnte heute leider nicht auftreten, aber trotzdem wollen wir jetzt den Namen vorlesen. Also der Preis für das beste Blasinstrument geht an Seela Latonen. Dankeschön, Schülerjury. Und wir kommen nun zu unserem letzten Beitrag. Und damit beenden wir auch Jugendmusiziert 2024, den Regionalwettbewerb hier an der Deutschen Schule. Und das nächste ist dann natürlich Landeswettbewerb im März dann in Warschau. Und wir bedanken uns schon bei allen Zuhörern hier im Saal und auch im Stream. Und wir hören Juho Salorin, Altersgruppe 5 auf dem E-Bass und Ferdinand Schüssler, auch Altersgruppe 5 mit der E-Gitarre. Und wir hören Lorna Shore, To the Hellfire. Ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Dankeschön.
sehen nämlich jetzt noch eine epische Lichtershow von The One and Only Tim Kröckel. Und wir wünschen jetzt noch sofort, wenn hier auf der Bühne auch alles abgebaut ist, auch einen ganz großen Applaus für die Lichtershow. Dankeschön. I won't let you go.
El tiempo es tiempo y no retorno. Shilade wo hitikade hoyate nagetankade tankashilade hakisitade hoyate we are wakana ne hipi we are nakasejina hoyate eh 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 ah eh ah eh ah ho wakatankade 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 we are wakana we are wakana we are wakana we are wakana hoyate ya hoyate ya hoyate ya hoyate. Der 28. Regionalwettbewerb in Helsinki wird Ihnen präsentiert von Showstation. Musikschiedsrichter heute spielen. Okay, Antex. Warte.